So, also zurück zum. Ja, wurde gespeichert. Zurück zum unteren Tor. Da rein, darum und langsam. Wir haben jetzt schon 5 von 10, 15, 20 rum. Boah, guter Schnitt. Oh. Was zur Hölle? Frösche. Aber keine lieben grünen Frösche, die Fledermäuse essen. Sondern irgendwelche komischen blauen. Oh, okay. Macht Sinn. Blaue Essenz bei blauen Fröschen. Und noch mehr gravierte Steine. Schwert in die Hand. Links geht's weiter, ne? Ich werde jetzt jeden dieser doofen Steine einmal testen. Vielleicht ist irgendeiner dabei, der was Besonderes ist. Und ich sollte jeden Raum zu Ende abgehen. Komm, springen. Stirb. So, Gas, die Blaufrösche. Lebensmode kommen mit. Du kommst mit und. Trank der Heilung. Das muss jetzt schon einer von den Guten sein. Weil er heißt nicht mehr Trank der Niedrigen irgendwas. Chink, chink. Vorsichtig sein. Direkt links von uns ist der Auslöser. Au. Ich sehe gar keine Stelle, wo die Feuerbälle rauskommen könnten. Oh, na gut. Stab des Frostbolzen. Das ist der dritte Stab jetzt oder so, kann das sein? Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass der nächste Endboss. Was macht Yoda hier unten? Du neu hier. Was suchen wir in Kanalisation? Ja, nichts Besonderes. Ich laufe nur so rum. In Kanalisation wächst ein Kraut, das ich für Sud brauche. Meine Vorräte sind fast aufgebraucht, aber Kanalisation gefährlich. Ich brauche Gefallen von mutigen Fremden. Klar. Was springt für mich dabei raus? Was bessere Belohnung als alten Mann helfen? Ich beginne zu begreifen, wie das hier in der Burg läuft. Natürlich, Gratis-Dinge sind nicht in Mode. Nun, wenn du nichts anzubieten hast, dann gehe ich. Warte, ich habe einige Münzen. Das ist was anderes. Also sammeln wir jetzt Kraut. Hm? Sieht schon mal recht cool hier unten aus. Oh. Stirb, Soldberg. Fahren. Er ist nach da oben geflohen. Okay, wir halten den Hammer schon mal im Anschlag. Soldberg ist nämlich ein Hardziel. Au. Oh. Das ist jetzt nicht so toll. Warum triffst du mich? Ah. Dumm, dumm. So, triff aber den da. Ja. Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass ich da nicht runterfallen sollte. Licht an. Kraut eingesackt. Und was für ein Geschäft haben wir hier? Ein Waffenhändler und die Frau, die anmachen, nicht versteht. Kaufen. Diverse Dinge. Foliantes Feueratem. Ist die Stufe 3 in Feuer. Teleportation zur Kanalisation. Meh. Waffen. Breitschwert. 120. Braucht Stufe 5. Ja, gut. Bögenprojektile. Braucht Bogen Stufe 5. Pfeile. Wir haben bald keine mehr. Na gut, komm. Kaufen wir mal genug Pfeile für eine Weile. Rüstung. Ah. Stufe 4 in Rüstung, Stufe 5 in Rüstung. Haben wir Punkte zum Verteilen? Nein, nicht da. Da. Oh, eine Menge. Okay. Rüstung 4. Schwerter 4. Streitkolben 4. Schwerter 5. Streitkolben 5. Konstitution 5.
Rüstung 5. 2 Punkte zum Verteilen über. Bögen brauchen wir auch ziemlich häufig. Und gerade bei Bosskämpfen könnte es wichtig werden. Also ja, komm, Bögen Stufe 4. So, zeig mir einen guten Bogen. Der brauchte 5. Nein. Was hast du noch? Nix. Rüstung waren wir schon. Und dafür werden wir kein Geld haben. Oh, doch, warte mal. 55 Gold nur. Gekauft. Wir haben jetzt Leichtlederrüstung. Genietete Lederrüstung. Ausrüsten. Zack. So, du dahin. Du wirst verkauft. Können wir euch stapeln? Nö. Blüht die Stufe 2 in Zauberstäben. Verschießt einen Frostbolzen, der das erste Opfer in Reichweite gefrieren lässt. Hm, ja. Gut, du musst erstmal weg. So. Wir sind ganz schön gut ausgerüstet. Und da sind komische Tentakel. Kann man die abschießen? Vielleicht mal testen. Da ist nichts. Lichter. Aha. 50 Münzen. Schön. Was steht hier? Nicht baden. Wasser mit Blutegeln verseucht. Okay. Ding. Ding. Oh, kann ich die auf Feuerball. Also kann ich einen gezielten Feuerball machen? Okay, aber das ist Ressourcenverschwendung. Weil rote Essenzen haben wir zwar ein paar, aber die verballern wir auch recht schnell, wenn wir. Wow, 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 wow. So geht das ein Ticken einfacher. Teil eines Tentakels. So, es gab einen Erfolg für so und so lange nicht den Boden berühren. Schwimmen war da ein Vorschlag gewesen aus den Kommentaren, aber wir schwimmen hier nicht, wir warten. Also, ne, warten. Also brauchen wir tieferes Wasser. Und warum kriege ich Schaden? Achso. Nee, das Wasser ist es nicht. Ich habe keinen Effekt auf mir drauf. Komisch. Na gut. Ich bin auf einen Drachen gefallen. Und er hat es nicht gemerkt. Das ist schön. Heiltrank. Noch ein Heiltrank. Und Drachen töten. Oh, Drache ist weg. Da ist der Drache. Ja, okay, nicht wirklich Drache, aber sah schon beeindruckend aus, so im Dunkeln. Raus. Cera, haben Schatten wie du von Hören und von Sehen und Hören einmal abgesehen auch noch andere Sinne? Andere Sinne? Ja, schmecken, riechen und fühlen. Ich glaube nicht, dass du schmecken kannst, da ich mir nicht vorstellen kann, wie du irgendetwas leckst. Fühlen ist möglich, da du eine Art Dampf bist. Ah ne, fühlen ist unmöglich, da du eine Art Dampf bist und nichts anfassen kannst. Riechen kannst du auch nichts. Über meine Fürze hast du dich bisher nicht beschwert. Ich habe keine Verwendung für diese materiellen Sinne. Du hast also nur 2 Sinne. Ein bisschen wenig für ein überlegenes Wesen wie dich, denkst du nicht? Das Fehlen dieser primitiven Sinne schließt nicht aus, dass ich höher entwickelte Sinne habe. Wirklich? Welche könnten das wohl sein? Als Anfang wäre da der Sinn der Präsenz. Ich kann die Aufenthaltsorte von Kreaturen spüren und wo sich Objekte befinden, ohne sie zu sehen. Das ist echt praktisch. Aha, dann gib mir hin und wieder Hinweise, okay? Was noch? Ich habe die Gabe der Orientierung. Ich weiß zu jeder Zeit meine exakte Position in der Burg. Glückspilz, ich muss eine Karte zeichnen oder ich gehe verloren. Ich besitze auch die Gabe der Telepathie. Ich kann Befehle empfangen, ohne vor meinem Lord zu stehen. Oh, wirklich? Du erhältst deine Befehle also aus der Entfernung. Du musst deinen Boss also nie sehen? Niemals? Wow, eine Menge Leute würden es toll finden, arbeiten ohne den Chef sehen zu müssen. Hast du auch noch andere, höher entwickelte Sinne? Ich kann jede Quelle von Magie und Verzauberung entdecken. Dazu die Art und Identität, allerdings nicht ihre Effekte.
Ich bin auch in der Lage? Okay, ich hab's kapiert. Du hast mehr Sinne als ich. Irgendwann aber kriege ich dich mit etwas. Ja, okay. Also wenn er uns mal helfen wollen würde, könnte er das wohl ganz gut. Also gerade so mit Monster entdecken und Gegenstände und Secrets und was weiß ich. Vielleicht kriegen wir ja noch rum. Licht an. Glaube, böse Frösche. Oh, das hört sich nach einem Edelstein an. Ja, kleiner Saphir mal 3. Oh. Oh. Okay, dauert recht lange, bis sie dann fertig sind. Au. Au. Irgendwie kriege ich durchgehend Schaden. Das muss irgendwie ein Gras sein oder stinkende Kanalisation. So, du kommst mit. Ja, nicht so toll. 120, 120 und verbrennen. Also. Moment mal. Kann ich hier runter? Nee. Das ist eine komische Karte. Wenn ich von ganz oben runterfall, vielleicht zerbreche ich dann das Holz hier. Na, ich kriege die ganze Zeit Schaden, ich soll mich beeilen. So. Oh. Was sind das denn für. Ah. Du hast 500 Monster getötet. Ja, sehr schön. Ich würde aber ganz gerne. Oh, Shift 1, Shift 1. Also die Informationen zwischendurch kommen echt zu unpassenden Zeitpunkten. Und ich kriege immer noch Schaden. Von was zum Geier kriege ich Schaden? Oh, Blutegel. Das ist ja mal geil. Also nicht wirklich toll, aber interessante Spielmechanik. Dass ich das Inventar reinigen muss, um Schaden zu vermeiden. Sind wir hier richtig? Ja. Hier sind die komischen Steine. Dann ging es hier rum. Links war der Blutekel, also Quatsch, der rote Schleimraum. Und da unten geht es gleich in der Kanalisation weiter. Ich guck mal, bevor ich da wieder hingehe, nach links, was da noch so ist. So der Vollständigkeit halber. Aha, siehst du mal. Was für ein Geist bist denn du? Warum sagt Cera nichts? Ein Mensch hier. Wie ist das möglich? Kennst schon mal Menschen, das ist gut, oder? Ich habe diesen Menschen am Eingang der Burg erwischt. Ah ja, stimmt, er spielt ja Cera. Es war einfach, seinen Körper in Besitz zu nehmen. Er leistete kaum Widerstand. Hast du jemals schon so eine schwache und erbärmliche Rasse gesehen? Ich besuchte einst ihre Welt vor einer langen Zeit. Ich imitierte einen ihrer Götter und sie gaben mir den Namen wie Poseidon oder Neptun. Törichte Menschen, der große Lord befahl mir, dich aufzusuchen. Reiner Geist, auf dass du mir dein Wissen gibst. Ich werde dir nicht das Wissen der blauen Magie geben, nicht bevor du dich als würdig erwiesen hast. Du wirst mir Respekt erweisen und Loyalität zeigen. Ich sehne mich nach den Marmorstatuen, welche die mir geweihten Tempel schmückten und meine Größe widerspiegelten. Einige Statuen wurden hier erschaffen, allerdings sind sie inadäquate Nachäffungen der Statuen, die von den Menschen geschaffen wurden. Schatten, baue eine meiner Statuen wieder auf und ich gebe dir mein Wissen. Du brauchst dazu diese Dinge. Einkaufsliste. Teile einer Statue. Du findest sie verborgen unter normalem Stein. Aha. Das sind also die Dinger, die wir die ganze Zeit gefunden haben. Du wirst diese Teile erkennen, denn sie sind aus feinstem guimerianischem Marmor. Saphire. Zwei wunderschöne Saphire. Blau wie die See. Nehmen die Stelle meiner Augen ein. Die Krähen allerdings, die diesen Ort bewohnen, lieben kleine funkelnde Objekte und trugen sie fort. Eine Korallenkrone. Ach Gottchen. Einige der Seeschlangen, die in den Tiefen dieser Burg leben, haben einen Schatz gefunden und hüten ihn nun. Du musst ihn dir aneignen. Ein Dreizack. Jede Statue hielt den Dreizack des Eisens. Nee, des Eises.
Goblins haben sie in einer großen Truhe aufbewahrt, in der Hoffnung, sie im Kampf einzusetzen. Blaue magische Essenz, okay. Davon haben wir eine Menge. Der braucht 50. Ich bitte dich auch um einen anderen Gefallen. Ich kann es nicht ausstehen, dass Feuerkreaturen in diesem Teil der Burg hausen. Es ist mein Wunsch, dass du mindestens 5 fliegende Feuerhelme tötest. Haben wir noch nie gesehen, aber gut. Oh doch, vielleicht war das der eine, der uns jetzt an Feuerwehr geschossen hat. Ja, das kann sein. Also, ganz viel töten. Und ganz viel einsammeln. Ganz was Neues, hm? Naja. Gehen wir hier hoch. Können wir bei denen eigentlich abspeichern? Nee, ne? Ich teste aber mal. Nö. Okay, dann halt altbewährte Methode. Zurück hierhin, abspeichern. Ich mache einen kleinen Cut und dann gucken wir uns jetzt wirklich in der Kalkulation weiter um. Also bis denne.